Ja, guten Marius. Ich wünsche Gottes Frieden wieder, und wir was in Wort nur denken. Ich will mich bedanken für die Bäder, für die Operation in meinem Ehe. Ich denke, dass es gut. Ich werde ein bisschen weh, wenn ich lese, aber sonst sehr dankbar. Vielen Dank, dass ihr für uns gebetet habt. Ich habe ein Thema von dir, ich will über einen Mann in der Bibel nur denken. Ich habe ein Thema so genannt, Gottes Wort will studiert sein. Wir haben das Wort Farsche im Neuen Testament, Luther will ich dann im Old Testament einen Mann beschicken. Im Neuen Testament, der uns auch mitmerken dazu, in 2. Timotheus Kapitel 3, will ich lesen, 15 der 17. Sind uns ganz bekannte Farsche, die Paulus schrieben dort von Timotheus. Er sagt, wie du von Kindheit an der Heilige Schriften kennst, die Weismerken kennen zu der Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Wie es alle Schrift erst von Gott angegeben, der ist nützbar zum Lehren, zum Überführen, zu uns zu verbessern, zu uns zurechtzuweisen in die Gerechtigkeit. Dann sagt der 17. dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werk geschickt. Also Paulus, er schickt ab dort drei, wo Timotheus in Leben wir, oder es, von der würden wir sagen, du warst es. Er hat sich gechämmert, seine Eltern haben sich da gechämmert. Das Wort Gottes im Haus studiert wird. Das wird nicht bloß gelesen, sondern das Wort Gottes wird studiert. Du wird richtig geforscht, wo will das Wort Gottes uns sein? Und ich glaube auch von dir, ist das in unserem Leben von großer Wichtigkeit, dass das Volk Israel, das ihr Rot immer war, in der Lohheit im Erleben nennen. Und wir freuen uns wirklich mal, wunder, warum das so leicht ist. Die werden jedoch so fein auf dem Weg mit Gott. Dann kurz stellt sie wieder, dann schien das, dass sie wieder ganz besiegt. Warum das so leicht, dass sie ganz besiegt werden? Wenn wir von dir und uns jährlich ihr Leben checken, dann denke ich, wie du darauf hinweisen, dass das Licht du und das wieder Wort Gottes nicht studieren. Wir lesen das bloß. Du hast ein Unterscheid, wenn man das Wort Gottes liest oder wenn man das Wort Gottes studieren lässt. Wenn man das Wort Gottes anfängt zu forschen, dann fängt das Wort Gottes auf einmal an, was zu bedienen für uns Leben. Und ich denke, dort ist gerade von großer Wichtigkeit, dass wir als Versammlung, als Gemeinde, dass wir vom Nien waren abwarten. So ist es auch in der Bibel, wie wir immer waren. Und dort wir waren vom Nien anfangen, das Wort Gottes zu studieren. Weil, wo das Wort Gottes nicht studiert wird, du werden die Ordnungen Gottes werden nicht mehr angehören. Gerade so ist es von dir. Von der wir leben einen Tag jetzt, wann wir dort zu nahen wollen, über die ganze Welt, wo die Ordnung Gottes bloß über ihr Lach wird. Du wirst bloß gespott, reich und links. Ich stelle mir doch, wie sollen wir wieder auf? Aber von der wir nicht wie ticken, dann sollen wir dort rundum. Und das liegt nur an, weil der Mensch hat, das Wort Gottes nicht mehr studieren will. Paulus sagt hier von Timotheus, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, es nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Der falsche Pferd dort sagt er, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, Paulus konnte wieder sein von Timotheus, in deiner Familie ist das Wort Gottes geforscht worden. Du kannst, will mit dem Wort Gottes umzugehen. Du weißt, wo du hingestellt. Wort von Zeugnis wird von dir von uns wieder gegeben worden können, wenn jemand uns von deinem Leben beobachten, würde ich gerne ein Zeugnis rückstellen von uns, dort wieder wird Gottes forschen dann. Wir lesen dort in vielen Städten in der Bibel, Jesua Kapitel 1,8. Du siehst Gott, der Jesua Lothar Bürg, dass die Saat nicht von die Müllwach kommen. Mit anderen wird sieht Gott, der Jesua, dort wird Gottes forschen. Und dort, wo du die Bände rückfängst, dort leben. Hol dir an dort, wo der Band geschrieben steht, dann wirst du weise Entscheidungen treffen können. Die wird das gelingen im Allem, was da ist. Kreit das alles von dir nach. Gott sagt, du wirst Gott studieren. Fing mal rüt, was die Bibel sagt. Warum ist das geschrieben? Für wem ist das geschrieben? Wozu ist das geschrieben? Da wird die Bibel anfangen, Frauen zu stellen. Was will mir das sein? Ich glaube, das ist von großer Wichtigkeit. 5. Mose Kapitel 6, sieh Gott, der Tinger Israel. Der wird, wo das Jünger sein, der soll die zu Horten nehmen, der soll die Jünger anschwappen, prägen, studieren, damit die Jünger weiten, warum. Viele Menschen, die Leben erleben, weil sie glauben, weil an sich Zeug haftet so. Warum
wenn eine Kirche dazu hat, wenn es in der Bibel steht, dass sie das gut, dann soll wir dazu haben. Und wie machen die weiter, warum lebe ich dort leben, wo ich lebe? Was sagt die Bibel zu mir, dort leben, wo ich leben darf? Gott sagt Daniel zu Mose, first. 1. König, Kapitel 3, 14. Wo Salomo fährt, zu Gott beten dort. Und er sagt, ja, mir doch ein Verstand, der hat. Dann steht geschrieben, Gott gefällt dort. Er sagt zu Salomo, wenn du nicht hast gebeten, ein Reichtum, ein Dit, ein Dot, ein Jant, ich würde dir dort töten, wenn ich alle geben. Aber du hast gebeten, um ein Verstand, der hat. Sein Ziel wäre, Wort Gottes studieren. Aber Gott sagte zu dir, in Vers 14, wann du dort warst holen, dass David dort geholen hat, wann du dort warst holen und die Geboten und die Sitten und Rechten, dann wo ich mit dir sein. Was lesen wir von Salomo? Er tut gar nicht. Gott warnt ihn und er sagt, du dich nicht mit aller Hand gefrühst, du befreien von der Utländischen. Er kann gar nicht holen, er tut dort. Und ab dem Ende, er kommt jämmerlich an und einen großen Götzen dienst. Man steht ein bisschen im Zweifel von der Bibel her, was Salomo sein engwärtiger Wasser. Nicht entscheidend eng heute Morgen. Er war ein von den ganz klägsten, sagt die Bibel, der weiseste Menschen. Aber warum war er einer von den Narren? Weil er nicht das Wort Gottes befallen, er ihn forschen will. Kolosser Kapitel 3, 16. Lot das Wort von Christus rücklich und ihr Jünd wohnen. Liert, singt. Das ist das Ziel von der Bibel. Wenn heute das Thema so genannt hat, Wort Gottes will studiert worden. Wir wollen von dir einen Mond bechecken. Ich will kurz bis einmal Eva ran über sein Leben, was normal wurden 8 Predigten sein, weil ich bis einmal Eva gehen, bitte Spätzbäuen anschieren, wo für uns Leben am besten würden rücknehmen. Das ist Esra sein Leben. Esra hat wie ein Monat im Alten Testament. Sein Name bedeutet Jahwe hilft, der Gott halt. In Esra, er lebte die Zeit 458 Jahre vor Christus. Zu der Zeit, wo er wahrscheinlich nur im Deins gewohnt hat, dann wären seine Vorbilder, das ist der andere Propheten, Haggai und verschiedene von denen, vielleicht alle weiß, sie wären alle gestorben. Aber was in seinem Leben, sein größter Unterschied merken, dass auch das ganze Volk, dass wir kriegen dort, dass er eine Entscheidung traf, das Wort Gottes zu forschen. Und von diesem Mann, wenn ich das auch selbst kann lernen, dass wir alle können, dass sie das toll lernen. Seine Abgabe, ich werde das einmal so lesen, ich komme durchgeschrieben, seine Abgabe, wie an 458 vor Christus, ging diese Abgabe vom Tchenik Rüth, von dem Artasaster an Esra, treten gehen. Nur das Volk, das wird nur das Judenvolk. Und was soll er dann tun? Er soll das Volk, weil er läuft, treten nur Gott abweichen, und erntet er in Gleichgültigkeit, er Leben, wo sie bannen werden, du warst drei Rüth holen. Also der Abgabe von Esra, wie die Menschheit, wird er in dünnchen Leben Rüth abzuweichen und war er drei ab Gott Hand herrechten. Und ich glaube auch in der Zeit, wo wir sind, wir können so leicht das Wort Gottes bloß lesen und wir können auch irgendwo raufkommen und nicht mehr wirklich nüchter oder wacker sein, Christus zu begegnen. Und wir lesen dann in Esra Kapitel 7, Vers 6. Ich will versichern, dass wir schon dort geblieben kriegen in Esra, wenn die Bibel dabei hat. Esra Kapitel 7, Vers 6. Das sagte Esra, aber war ein geschickter Schriftgelehrter im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er forderte, nach der Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn. Wir sollen hier von Esra, was die sagt, hey, wie einer, der das Wort Gottes studiert hat, oder studieren dort. In seinem vorbildlichen Leben braucht es so weit, dass ein gottloser König arm Unerkennung gibt und am Anfang über Dinge unterstellen. Dass das Volk Gottes war, kann abgebüht werden, dass der Tempel kann vor dich gemacht werden. Das Mann sein Leben wie ein großes Vorbild damals all in der Zeit. Wir lesen dort, dass mit dem Volk wird das ganz anders. Ich will abschließen nach einem Vers in Hesekiel. Hesekiel, Kapitel 22. Hesekiel 22, 26. Da sagte er, ihre Priester verkehren mein Gesetz,
freventlich und den Heiligen mein Heiligtum. Sie halten unter dem Heiligen und Unheiligen keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein sei, und warten meiner Sabbate nicht, und ich werde unter ihnen entheilig. Dort, wie der Mensch damals leben dort. Sie lebten nicht mehr. Dort, wie es wichtig ist, ob es rein ist oder nicht rein ist. Ist das schriftlich, ist das nicht schriftlich, ist das biblisch oder nicht biblisch. Hauptsache, wir sind bloß taub, wenn sie das alle gut, so lebt das Volk. Und hier wie ein Mann von einem Wort gesagt, hei wie über gelehrt in der Schrift, hei studiert die Bibel. Und hei wie gerade geschickt, das Volk war ein Licht zu bringen, zu sein, dass sie sollen abweichen, sie sollen ihre Horten auf Gott richten. Der Hauptvers von der ganzen Predigt, auch von Esra sein Leben, den finden wir in Esra Kapitel 7, Vers 10. Das sagte so, denn Esra schickte sein Herz zu suchen das Gesetz des Herrn und zu tun und zu lehren in Israel Gebote und Rechte. Der andere Übersetzung sagt, Esra, er nahm sich fair an sein Hort. Ich will das Wort Gottes forschen. Ich will rüttfingen, woran geht es uns das Gundet? Und er deut. Und du wehen, gauft das eine Erwartung, du wirst Leute abkommen. Also wichtig ist auch für uns im Leben, wenn wir die ganze Predigt verjeten, wo ein Welbe behüllen, wenn wir das Wort Gottes studieren, wenn wir das Wort Gottes forschen, dann sagt Gott immer wahrer, so ein Mensch, der wird weise worden, mit so ein Mensch, wo ich mich bewiesen, mit einem, wo ich sennen. Und für einmal, ich habe so leicht, auch aus deiner Gottes, ich habe in dir vorstellen, das Wort Gottes zu lesen, aber nicht mehr zu studieren. Dann stellt eine zweite hier vor, dass wir das Wort Gottes lesen und fangen du kurz an und uns Gedanken zu übermerken, wie kann ich das wieder sein, vielleicht irgendwann in der Anleitung, oder wie kann ich das wieder sein in einer Predigt, oder wie kann ich von dir vielleicht eine Gebetsgemeinschaft wieder leihen. Dann fangen wir an, Gedanken um du Hand zu gehen. Und dann kann Gott auch gut zu uns reden. Wie wir fangen an, Gedanken um kurz mit anderen Dingen zu beschäftigen, als mit dort, dass wir Gott immer fragen, was wirst du zu mir sein? Das ist ein Kampf, wenn wir das Wort Gottes studieren und forschen, dass wir alles andere besiedeln wollen. Manchmal brauchen wir ein bisschen Stipier, dass wir so eine Klappe auf den Ohren haben, dass unsere Gedanken nicht irgendwo hinrennen, sondern dass wir uns konzentrieren können, Herr, ich kann dir allein. Ich will das Wort forschen, ich will das studieren, was passt in mein Leben und was passt in mein Leben nicht. Von Esra wird hier gesagt, dass heute so ein Mann wird. Also ich habe das so genannt, Gottes Wort will studiert worden. Gott segnet Menschen, die sein Wort studieren, oder die sein Wort live haben. Und das zeigen wir hier gerade in Esra sein Leben. Hei wie ein Mann, hei hat Gottes Wort live. Das zweite, was wir sehen in sein Leben, Gott beraubt Menschen, die sein Wort live haben. Gott wird immer sich an so einen Menschen bewiesen, die das Wort Gottes forschen, die das Wort Gottes live haben. Wir lesen, das war von Esra sein Leben, wo von Vierbild haben wir bei dem Tchernik. Wir lesen das im vierten Kapitel, in Esra, Kapitel 4, Vers 21. Das wurde Tchernik gesagt, so tut nun nach diesem Befehl, während denselben Männern, dass die Stadt nicht gebaut werde, bis dass man mir der Befehl, von mir der Befehl gegeben werden. Sie sehen nun zu, dass ihr nicht lässig herein seid, damit nicht größere Schande entstehe dem König. Also hier, Esra sein Leben, dort hat so ein Vierbild gebracht für den Tchernik. Dort hat er gesagt, dass alle Sachen, die nun waren passieren, wird Esra wieder, da wird von mir ein Befehl kommen, dass die Sachen waren getan worden. Sein Leben hat einen großen Einfluss damals, nicht bloß auf das jüdische Volk, aber auch auf die Menschen rum, die dann in der Regierung wären. Und dort lag du an, dass heute ein Mond wir, der das Wort Gottes live hat, der das Wort Gottes forschen deut, und so eine Menschen kriegt, weil Gott gebrochen. Wir lesen dort, dann wird heute selbst mit dort, also wie es Esra dort antworten deut, dort der König nur arm horchen deut, dort der ich arm einmal worden die Befehle gehen, wo er wieder gehen soll, dann lesen wir, was heute auch regieren deut, in Kapitel 7 in Esra, 27 und 28. Er sagt, gelobet sei der Herr, unser Väter Gott, der solches hat den König eingegeben, dass er das Haus des Herrn zu Jerusalem ziere und hat sie mir Barmherzigkeit, zu mir Barmherzigkeit geneigt vor dem König und seinen Ratsherren
und allen Gewaltigen des Königs. Und ich war getrost nach der Hand des Herrn meines Gottes über mir und versammelte Häupter aus Israel, dass sie mit mir hinaufzögen. Wie Esra das antworten hat, dass dort, wo er den Wut Gottes rückgefangen hat, dort, wo er leben wird, dass das in der Bewegung geben wird, in den Mitmenschenraum, dann fällt das Duel für Gott, in das Gott großmachen wird. Das ist so ja wichtig auch in unserem Leben, wenn wir Dinge entdeckt haben von der Bibel, die wir vielleicht nicht euer entdeckt haben, dass wir immer Gott die geben dafür. Wir sollen dort in diesem Mond leben. Wie es heute dort antworten, dass Gott nur arm wird beruben, der ist im Tschernig, dass er heute ungestalt worden in das Land, dann hat Gott die geben dafür. Als nächstes wird wir sollen, wenn wir uns Zeit nehmen für das Wort Gottes studieren oder das Wort Gottes Leben haben, Gott sehen durch seine Menschen, die der Wut Gottes studieren und die der Wut Gottes Leben haben. Wir lesen dort in Esra Kapitel 8, 22. Esra 8, 22. Da sagt er, denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, uns wieder die Feinde zu helfen auf dem Wege. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über alle, die ihn suchen, und seine Stärke und Zorn über alle, die ihn verlassen. Esra sagt, ich muss mich schämen. Wir haben den König gesagt, uns Gott geht mit uns. Wir wollen gehen, wir wollen gewinnen. Wir wollen das Wahre abbühen. Und dort der König nur noch toll sein wird hier. Die dürfen noch Piet haben, die dürfen Wehrwurst haben. Hier kommen auf immer so eine Segnungen auf sein Leben ab. Dort hätte Unja mal sein, ich schäme mich, wie gut Gott zu mir ist. Und wo lacht er, dass er diese Segnungen erleben wird? Da lacht du an, dass er sich Zeit nimmt, das Wort Gottes zu forschen, zu studieren. Und ich glaube, das braucht wir alle in unserem Leben. So gut ist wir kennen, dass das Wort Gottes, das will ihr studiert sein. Das will nicht bloß gelesen sein, sondern das will ihr auch immer nur denken, was das Wort Gottes sein wird. Wir lesen den selben Kapitel, Kapitel 8, Vers 28. Und sprach zu ihnen, ihr seid heilig dem Herrn, so sind die Gefäße auch heilig, dazu das freigegebene Silber und Gold dem Herrn, eurem Väter Gott. Vers 31. Also brachten wir auf von dem Wasser Achava am 12. Tage des ersten Monats, dass wir in Jerusalem zögen, und die Hand unseres Gottes war über uns, und er rettete uns von der Hand der Feinde und derer, die uns nachstellten auf dem Wege. Heute können wir wieder sein, und heute können sein, weil sie Gottes Segen belebt haben, indem, dass sie Gottes Wut geforscht haben, indem, dass sie Gottes Wut gelehrt haben, indem, dass sie zu Gottes Wut gestohlen haben. Und ich denke, das ist so wichtig in uns, auch als persönliche Christen leben, dass wir uns dann üben, immer wahr, das Wut Gottes zu lesen, aber dann durch immer nur zu denken, zu forschen, was das Wut uns sein will. Wenn wir diese Dinge in uns Leben haben, also wenn ich das Wort Gottes studieren darf, Gott segne seine Menschen, die sein Wort studieren. Gott beraubt seine Menschen, die sein Wort studieren. Gott segne diese Menschen, die sein Wort studieren. Wenn ich diese Dinge habe, was passiert dann in meinem Leben? Dann passiert eine Erwartung. Ein Mensch, der die Bibel anfängt zu studieren, dann passiert eine Erwartung. Eine Erwartung in Arm. Eine Erwartung in uns Ola, wenn wir das Wort Gottes studieren. Die Erwartung passiert nicht nur, wo ein solcher guter Prediger ist oder ein guter Evangelist ist. Da kann auch Erwartung bringen. Aber die geradste Erwartung passiert nur, wo er und du uns demütigen für das Wort Gottes und wir fangen an zu studieren. Wir fangen Gott an zu fragen. Gott, wie meinst du das? Ich möchte das weiter. Ich will nicht am rechten Weg sein. Die Sprüche warnen uns dafür. Viele Menschen glauben, sie gehen ganz reich, aber am Ende bringt er in den Tod. Sie sind das ganze Leben reich gegangen, wo sie bei immer geglaubt haben, sie gingen reich. Aber wenn wir das Wort Gottes forschen, dann ist Gott gut zu uns. Er wird kein Mensch lassen, dann reich gehen. Er schenkt Erwartung. Und das ist hier auch in Esra sein Leben. Wir sollen dort dass er eine Erwartung geben wird. Und wann eine Erwartung passieren wird, wo meint das Erwartung? Erwartung bringt Erkenntnis von Sinn für dich. Wir lesen doch gleich in Esra. Esra Kapitel 9, die ersten zwei Verse. Er sagte, da das alles war ausgerichtet,
traten zu mir die Obersten und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten sind nicht abgesondert von den Völkern, den Ländern, nach ihren Gräueln, nämlich der Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, die Jebusiter, die Ammoniter, die Moabiter, die Ägypter und die Amoriter, denn sie haben derselben Töchter genommen, sind sich und ihren Söhnen und den heiligen Samen gemein gemacht mit den Völkern in den Ländern. Und die Hand der Obersten und Ratsherren war die vornehmste in der Missetat. Hier auf einmal deutet er auf, unsere Menschheit, wir leben in einer Gräuel der Sündbahn. Sie hatten das vielleicht nicht gewusst, die Mehrheit, Guheit von Ut, die waren nicht gewusst, wo sie Bahn wären. Aber hier wie ein Mann, der forscht das Wort Gottes. Und heute die Menschen das Wort Gottes lehren, während er das forschen deut. Und dann gibt es eine Erwartung. Da braucht auf einmal eine Sündenerkenntnis. Sie waren auf einmal an, wir sind ganz sonst wo, als wo Gott uns gesagt hat, wo wir sein sollen. Liebe Gemeinde, ganz persönlich, lieber Vater, liebe Mutter, wo steht uns Leben vor Gott? Da wieder wird Gottes forschen für uns, studieren, oder da wieder etwas lesen. Hier befunden sie ein ganzes Volk. Sie waren auf einmal an, wie sie ein ganzes Wort, als wo wir wirklich sein sollen. Und wir lesen in 5. Mose, Kapitel 7. Du siehst Gott an dort. Und er warnt an der Fähre. In 5. Mose, Kapitel 7. Ein der Feuer. Da sagt er, wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, darein du kommen willst, es einzunehmen und ausratest viele Völker vor dir her, die Hethiter, die Gergesiter, die Amoriter, hier waren Kreitiselgenomes genannt, die sieben Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du sie verbannen, dass du keinen Bund mit ihnen machst, noch ihnen Gunst erzeigest. Und sollst dich nicht mit ihnen nicht befreunden, eure Töchter sollt ihr nicht geben, ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen, euren Söhnen, denn sie werden eure Söhne mir abfällig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann das Herrn Zorn ergrimmen über euch und euch bald vertilgen. Krack, hier werden sie angekommen. Gott hat gesagt, nee, und der Mensch sagt, jo, ich will trotzdem. Liebe Gemeinde, kann es sein, dass wir auch in einer Zeit sind, wo der Krack so geht? Gott sagt, jo, wir sagen, nee. Gott sagt, nee, und wir sagen, jo. Man, wir wollen vom Nähen uns nach Gott drehen, und wir wollen der Wut Gottes forschen, dann wird was passieren in unseren Worten. Gott wird uns wiesen, ob das so eine Dinge sind. Und dann habe ich Buße da und Eva. Und ich muss mich persönlich ans alle da mitmerken, weil wir das Leben nicht gleichgültig nehmen. Wir leben in einer Zeit, wo alle Welt rebellieren wird gegen Gott. In der Gemeinde werden alle beeinflusst von dort, von diesem Zeitgeist, der du hast. Das ist nicht mehr so wichtig. Dort wie erst einmal so, aber von dir nicht mehr so. Gott handelt von dir anders, als erst einmal. Viele Menschen denken so. Gott handelt von dir nicht anders. Von dir ist bloß die Not, dass Gott nicht Fuß angerieben wird. Aber er hat uns gesagt, dass Jeff ein Gerechtstag. In diesem Tag wird kein Mensch zu Stich kommen. Im Alten Testament fällt Gott Fußmang in dein Handeln, in dein Bestrufen. Von dir das hier nicht. Vielleicht hat er auf einer oder andere steht. Aber von dir lässt er das gehen, die Menschen in freien Wellen. Aber es kommt ein Tag, für den kein Mensch wird rumgehen. Und das ist an dem Tag, wo ich in die Sturven, dann kommen wir für Jesus. Da wird ein Wort aus der Bibel, sehr wie auf einmal wo Gott uns gewarnt hat, oder die Bibel uns warnen hat, das soll wir nicht sein. Dann werde ich uns mitmachen, dann werden wir davon wegwängen. Wenn wir das Wort Gottes forschen, bewirkt das Erwartung, und das Erste, was er bringt, Erkenntnis von Sinn in uns Leben. Das Zweite, was er tut, das bringt Bekenntnis von Sinn in uns Leben. Wenn das Wort Gottes uns evaluieren wird von Sinn, dann gibt er uns auch die Kraft, dass wir diesen Sinn auch bekennen, beim Namen nennen. Dass wir diesen Sinn loswerden
En ook dat wie in Esra zijn leven. Esra kapitel 9 vers 3. 9 vers 3 wil ik lezen. Da ich solches hörte, zerriss sich mein Kleid und mein Rock und raufte mein Haupthaar und Bart aus und saß bestürzt. Ich sage, das Antworten deut, ich breit einfach taub mir das sündliche Leben, wo sie bern wären. Dann lese ich von Vers Saas, der ich auch will ich lesen. Du redest hier wieder, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen auszuheben zu dir. Mein Gott, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis in den Himmel. Vor der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetat willen sind wir unsere Könige und Priester gegeben in die Hand der Könige in den Ländern, ins Schwert, ins Gefängnis, in Raub, in Scham des Angesichts, wie es heutigen Tages geht. Nun aber ist ein kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, geschehen, dass uns noch Entronnene übergelassen sind, dass er uns gebe ein Nagel an seiner heiligen Stätte, dass unser Gott unsere Augen erleuchte und gebe uns ein weinig Leben, da wir Knechte sind. Er fängt an zu betonen. Ich entdeckte dort, er brach taub, er verritt seine Kleider aus den Tätchen von früher. Und dann fängt an zu betonen und er sagt, Gott, schick mal, schämen macht wir uns. Kreis dort, was du siehst, haben wir alle nicht gespeckt. Schämen macht für uns. Aber im einen sagt er, du hast uns aber nicht alle ausgelacht. Klingt besser als ewig geblieben. Genug Dach war er durch. Und wie von dir über uns persönliches Leben denken? Kann das sein, dass einer der andere, wie man noch sagen, Gott, ich mag mich schämen. Aber Müll drehe ich den Namen. Aber hole mit ohne Verschriften, was die Bibel sagt. Sie hat gehorsam dort, was ihn wird lehren der. Und wenn wir Gottes studieren, dann bringt er auch Bereinigung der Schuld. Auch dort sind wir in Esra sein Leben. Ich will lesen Kapitel 10, Vers 1. Und da Esra also betete und bekannte, weinte und vor dem Hause Gottes lag, sammelten sich zu ihm aus Israel eine sehr große Gemeinde von den Männern und Weibern und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Ich will lese auch noch der Feuer. Und Shenanja, der Sohn Jehiels aus den Kindern Elam, antwortete und sprach zu Esra, wohlan, wir haben uns an unserem Gott vergriffen, dass wir fremde Weiber aus den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist noch Hoffnung für Israel über dem. So lass uns nun einen Bund machen mit unserem Gott, dass wir alle Weiber und die von ihnen geboren sind, hinaus nach dem Rat des Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So mache dich auf, denn dir's gebührt's. Wir wollen mit dir sein. So, sei getrost und tue es. So hier brechen sie noch einmal taub und sie betonen dort, das stimmt, sind es hier. Und dann kommen die anderen nach aller taub und sagen zu Esra, wie man ihn handeln. Dieser Sinn, den man in der Hütte kalt. Den man nicht bloß bechannt, sondern den man noch bereinigt worden. Und dort auch, es kreicht dort, was passieren wird, wenn wir das Wort Gottes forschen. Wenn wir dort nicht bloß lesen dürfen. Dann ist uns dort nicht ein Dönt, was in uns Leben nennt, was du steigst, was du Graal ist oder irgendwo. Sondern das muss bereinigt worden. Wenn wir dort nicht bereinigen, dann haben wir ein Schwelen, der hat ganze Leben. Ich stehe Hannes ein Nähen, sage Hans, wenn wir über unsere Sinn waren, betanen. Jesus ist trü und gereicht, dass er unsere Sinn vergeben wird. Wenn wir nicht vergeben können, oder nicht bereinigen wollen, nicht in Leute sein haben, ist das ein Schwelen für unser ganzes Leben. Die Indianer von Ischam, ich habe bloß gehört, die im Bosch gelebt haben, die hatten auch die Saats in ihren Sack. Und die hatten dann die Saats, die du hast nicht in anderen Menschen dort merken. Und ja, ihre Gruppen wie dort. Und wenn jemand, ein Bruder, den anderen hat durchgemerkt, dann war dieser durchgemerkte Mensch, ab dem seine Schultern abgebungen, und der musste Buhn verfüllen, mit einem Taub ankommen. Und in so manche einer, der jetzt von dem mit dem durchgemerkte abziehen Regen, der ist das Leben und will aber glücklich sein. Ich weiß, Dinge sind da.
Ich möchte das nicht bezahnen. Hast du vielleicht erzählt? Ich möchte das nicht berenden. Dann tragt er sich lieber mit der Dulde und wird uns ja dort auch alle bis nach der Gun. Das jährliche Leben, irgendwann ist das gut. Und wir sagen hier über Mana in der Bibel, wie steht das an, woran deuten, die deuten Worte mit. Und weil wir davon lernen, dass auch wir, als Gemeinde, als Versammlung, dass wir gereut sind. Ich werde ganz einmal mit Taub fordern. Wir sollen von Paulus, welche von Timotheus sagen, das Wort Gottes hast du hier studiert. Das hat die Säue Wesen merken. Da hat die Tederadung in Christus geführt. Und wir blieben dort, wo du geliebt bist. Wir dankbar, dass wir sind, dass wir von dir eine Schule haben, wo unsere Kinder lernen können. Die können das Wort Gottes studieren. Viele Menschen haben die Schule dir für. Aber wenn unsere Kinder lernen, den Zusammenhang in der Bibel zu verstehen, seit dem Glauben kommen können, eine Schuld von 100.000 Dollar für jeder Kind, erst noch mal bloß eine Sekunde in der Ewigkeit. Ich weiß, wo das tät, wenn ein Mensch schwer lesen kann. Ich will nicht schlecht reden über meine Frau, aber sie kann schwer lesen. Wenn sie drei ihre Feuerfarge gelesen hat, dann weiß sie nicht mehr, was die erste Farge wäre. Weil sie sich viel zu sehr konzentrieren auf dort, wo sie gerade lesen tät. Ja, das soll wahr sein. Und das ist nicht, dass Gott den Menschen verschmieden hat. Schau mal, wer ich dort sei. Aber wir fehlen, wenn ein Mensch gelehrt hat, dass er lesen kann, ein Kapitel, zwei Kapitel und drei Kapitel, und dass er weiß, das ist, was diese drei sein werden. Dass er in Zusammenhang von dort futen kann und weiß, das will Gott und das sein. Wie wenn wir in Matthäus forschen, wir sind so gelehrt in der Schule, wir lesen ein Kapitel, dann denken wir, aber hier habt ihr bloß geredet, dann sagt der. Wenn die wollen in Matthäus beobachten, dann steht für euch in die Schreibe, und Jesus fängt an zu reden, dann fängt man dann fünf Kapitel wieder, du auf einmal steht geschrieben, und als er seine Rede vollendet hatte. Das ganze Eng macht man alle in ein Lesen, um zu verstehen, was Jesus wohl mit dem Ganzen auf einmal sagen. Und das passiert nur dann, wenn wir lernen, studieren, lesen, uns mehr geben, um unsere Kinder zu forschen im Wort Gottes. Nun wird der andere sagen, ja, aber ich sie schwer lehre, ich kann nicht. Wenn ein Mensch das nicht kann und er versagt hat in seinem Leben, wird Gott das auch nicht von ihm fordern. Aber wenn er kann und ich will nicht, das ist ein ganzer Unterschied. Und ich will uns Mut machen, weil wir für die Schule immer beten, dass unsere Kinder lehren können, lesen, aber nicht bloß lesen, sondern auch zu verstehen, was der Wort Gottes meint. Ich denke, die Bibellehrer in der Schule, die bemühen sich da an, die wollen die Kinder der Probe um Hort allein, was will des Tages üt sein? Wir haben vielleicht Feuerfarben gelesen. Woran sagt das hier so? Zu wem ist das gesagt? Wie neuer ist das gesagt? Worum ist das gesagt? All diese Dinge sind wichtig. Und wenn ich die das auch anwenden, so gut es wie kennen, dann wird das in unser Leben wird bewirken. Einmal sollen wir hier in Esra sein Leben, dass Gott segnet seine Menschen, der das Wort Gottes forschen. Gott beraubt seine Menschen, der das Wort Gottes forschen. Gott sehnt diese Menschen, der das Wort Gottes forschen. Gott schenkt Erkenntnis diese Menschen, der das Wort Gottes forschen. Sinden Erkenntnis. Gott schenkt dann auch Bekenntnis und er schenkt auch diese Reinigung, dass sie frei werden können. Esra mit der ganzen Volk, sie merken den Mondmöten, stu ab, sei die ganze Gemeinde, frühes und Mana alle Leuten ein. Wir haben uns Arech befreit, wir sollen dort nicht tun, und sie müssen dort alle rutschen in dem Land. Die Jünger hängen rund in Hilde und nochmal auch scheut, aber Sinn muss einmal getrennt werden von dem jährlichen Leben. Sinn, die hier nicht mehr in ein Christenleben nennen, dort du tust wohnen dort. Kreuziger ist ein Fest nicht gemerkt, als zu besiegen Wut erleben, als ein Mensch nicht gemerkt, um in Sinn leben. Der kann nicht bestohlen, wann er in Sinn leben will. Nun werden wir uns noch immer freuen, liebe Gemeinde. Sehen wir noch auf dem rechten Boden, der uns in den Himmel führt, in Christus? Da kann es sein, dass wir viele Ordnungen Gottes, dass wir auch sagen, nicht mehr so wichtig. Von der in viele Zeugen ganz normal, wenn sie zwei Männer befrieren, das tagt keiner mehr über. Die Bibel sagt, es ist ein Gräuel. Gott wird strufen. Wenn er von dir auch nicht ruft, aber der Dach, der kennt.
Es sind viele Sachen. Wenn wir checken bloß an der Ordnung Gottes, wenn wir denken über die Taufe, der sagt, die sollen das tun. Wie viel Kobel und Streit ist auf der Welt? Wenn die Sache. Wenn wir denken an Abendmahl, Gott sagt, so sollt ihr das tun. Dürft ihr unter mir denken. Wie viel Kobel und Streit ist auf der Welt, wenn der eine sagt, hat er dann Wien gehört, hat er nicht Wien gehört, wird er plus Wien drüber sauft, er wird Krefrucht sauft, er wird Wutter, wie wir dort ein Kobel lang haben. Wenn Gott sagt im Alten Testament, die sollen in verschiedenen Anträgen aus Mana und Frühs, als Nacht und Nebel, finde ich trotzdem nicht mehr wichtig. Das wie ihr stemmen, also, aber nicht mehr. Aber es schafft ein Dach, du wirst alles bezahlen. Wenn Gott sagt in 1. Petrus 3, wir sollen uns nicht mehr kalt behängen, wir sollen uns hart Schmack hüllen, von der und da. Und man wird an und an gehen können. Über die Ankeuschheit, über die Anmoral. Du wünschst dir diese Frau und unsere Horten von der, sehr wie noch auf den rechten Weg aus Gemeinde. Will Gott sagen, ich war für jeden Blut verantworten, was ich dort nicht gesagt habe. Und wenn es meine Verantwortung, Hesekiel 3,18, in jedem dort zu sein, weit ab, und erforscht ihn heute einmal den über der Wut Gottes. Wer will Christus rühmlos in uns leben? Wer will die Ordnung Gottes in der Bibel respekten? Dort, wo wir nicht mehr respekt haben, werden dort betanen und rühmen in unserem Leben. Weil das ist uns bloß ein Hindernis. Wie will keiner von uns ein Dödchen auf Marien mitdrehen? Und so viel Mal sind wir überreut, Dinge mitzudrehen, die wir ganz näher wollten, das passt von der Bibel nicht. Wir werden uns einfach vom harten Mut merken, wir werden lernen von Esther sein Leben. Er erkennt, was Gott will, und er deutet, was mit. Und wir werden das genauso tun. Möge Gott uns so ansegnen. Amen. Wir werden stehen und beten. Lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du uns harrend Erlöser bist, dass du von Himmel raufgekommen bist, uns sind die Menschen Frieden zu merken. Herr Jesus, wir haben von der Esra sein Leben bezeugt. Hei wie einer, hei hat sie in Horte ab dir recht, das Wut Gottes zu studieren, dort zu forschen. Und hei entdeckt Dinge, dass sie auf einmal ganz sonst verwirren, als wo du etwas haben. Herr Jesus, von der Stuhl wir hier aus Gemeinde fertig. Und ich will dir beten, dass wir einen Moment still waren. Weißt du, von dir auch in unsere Horten dann checken. Komm hier in unsere Mehr, Herr Jesus. Und wies uns, sei wie auf dem rechten Weg. Danke, Herr Jesus. Wenn du Dinge sendest, wie erkennen kannst, schenk uns die Kraft, zu bekennen, über deine Grüte riemen. Wir sagen dort in Esra sein Leben, das Volk Israel, sie musste früher sein Tschinge und Mana alles loslassen, was sie heute Arach mitgenommen. Halb uns auch in unserem Leben, Herr Jesus, dass wir reut sind, alles loszulassen, was wir Arach mitnehmen. Dass wir keine Frieden sein, dass wir keine Reut sein, die zu begegnen, und dass wir auch ein Licht, ein Segen sein auf dieser Erde, damit mehr Menschen gerettet werden. Wir loben und preisen die dafür, Herr Jesus. Amen.